Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So wie ihr gerade gesehen habt, der läuft. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt ein neues Ziel. Wir machen jetzt einfach mal gerade den Chaos Guardian. Ich meine, allzu gefährlich sollte der jetzt auch nicht werden. Ich meine, das ist ja nur der Chaos Guardian. Das ist ziemlich einer der einfachsten Boss im ganzen Spiel. So, das Besondere an Project Ozone 2. Die Chaosinseln spawnen nicht alle 10.000 Blöcke, sondern alle 1.000 Blöcke. Hier war. Ah, da oben sind Kometen. Cool. Ja, hier haben wir es schon. Oder? Ja, das braucht jetzt einen Moment zum Spawnen und dann haben wir gleich. Genau. Ja, interessiert uns ein Scheißdreck, Chaos Guardian. Das habe ich getroffen, genau. Ich meine, du kannst uns keinen Schaden machen. Komm, Faustkampf. Oh, hier haben wir schon alles zerlegt. So, sehr schön. Hallo? Geht doch. So, und gleich bin ich mal gespannt, wie viel Schaden unser Crossbow an dem macht. Weil damals bei Infinity Evolved hatte ich ja komplette Draconic Armor, Draconic Bow und das hat gedauert. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das dieses Mal dauern wird. Sehr schön, fast haben wir es. Das war's. Alter. GG. G fucking G. Ja, Level 300, ne? So, und jetzt warte er schon mal inmitten einer Chaos-Explosion. 5 Chaos-Shards. Ja, guck mal währenddessen hier die Quests an. Lambda Chaos-Crystal haben wir auch. Sehr schön. Gucken wir uns hier diesen Enderman an, während er uns auf uns zuläuft. Du, 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 du. Und sonst so? Na? Ja, du willst gleich drauf gehen. Du gehst gleich drauf. Und tschüss. Ich finde das so heftig. Oh, du hast zwei Zivilisationszinsen. Ja gut. Base? Das war dann schon mal Schritt 1 für heute. Hätte ich aber selbst nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Alles klar. Claimen wir mal. Claimen wir mal. Und wir brauchen noch 4 Chaos Cores. Warte, waren 75er? Okay. Und. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen Scheißdreck bekommen. So. Was brauchen wir denn jetzt für den Chaotic Core? Für den hier. Es wäre doch schlau, wenn wir dafür jetzt so ein Rezept machen würden. Zack, 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 zack. Encode. So, und wir sollen jetzt Chaos. Moment, 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 Moment.
Okay, Crafting Task, okay. Davon habe ich einfach mal gerade 20. Kostet uns ja nichts. Ja gut, ein McLaurin-Mengeleu, aber das haben wir auch zu Genüge. Alter, da gehen 1000 Mengeleu rein. Alter Finne. Ich meine, Awakened Draconium haben wir ja zu eindeutig genug. Gut. Chaotic Core. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und wir haben Draconic Evolution abgeschlossen. So. Mu müssen wir nur unter das Wort aus dem Kosmos machen. Kappa müssen wir noch ein bisschen machen. Iota könnten wir schnell durchschnüppeln. Theta könnten wir schnell durchschnüppeln. Eta, ja gut, habe ich hier die Discs gemacht. Da brauchen wir noch ein bisschen, da brauchen wir einen Chaos Catalyst. Combiner können wir jetzt, glaube ich, fertig machen. Das ist fertig. Das können wir fertig machen. Ich sag mal so, das kriegen wir in dieser Aufnahme hin. Ja, Wizardproof-Blöcke, bitteschön, danke. Den brauchen wir nur für Chaotic Core, ist ja gut, und Draconic Reactor, aber da habe ich nicht vor, den zu machen, also. So, und die brauchen wir für genau. Ich würde sogar sagen, wir gucken mal gerade, wie es aussieht hier mit unserer wundervollen Query. Die ist fertig. Das ist super. Auch die Query Upgrades wollen die jetzt noch. Warte mal, wir könnten damit auch noch, oder? Genau. Die Pickaxe, den Worldbreaker, den würde ich nämlich echt gerne haben. Dann machen wir das mal. Neutronium. Infinity. Zack. Wieso will ich einen Worldbreaker haben? Es ist eine ziemlich gute Frage, die sich aber leicht beantworten lässt. Fortune 10, Mining Level 34. Wir hauen einfach alles weg. Jetzt könnte man argumentieren, okay, macht er doch so schon? Ja, aber dieses Fortune 10, das ist unglaublich sexuell. Okay, wir brauchen jetzt einen Atomic Disassembler, eine Dark Pick, eine Flux Infused Pick. Stick. Ich werde euch gleich zeigen, was es damit auf sich hat. Jacker. Warte mal, den Viscerator, genau, den brauchen wir ja auch, den haben wir. Die Red Matter. Den Morningstar haben wir, die Red Matter Pickaxe. Okay, dann machen wir noch eine Pickaxe. Das ist kein Thema für uns. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ey. Auf der letzten Seite, oder? Natürlich. Crucio. Imperio. Und Civicio. Gut, dann einmal. Zack. 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 So. Jetzt können wir die Dark Matter Pickaxe machen. Und die Red Matter. So, die kommen da und dahin, oder? Genau.
Mobius werden wir 3 Stück brauchen. Destruction Pickaxe kommt hier hin. Ne, warte mal, die kommt hier hin. Genau, jetzt stimmt es. Den Jackhammer. Was haben wir davon? So gut wie gar nichts. Okay. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Es ist so gut wie alles ein Witz. Das ist sehr schön. Und Jackhammer. Der kommt hier hin. Jetzt brauchen wir nur noch den. Gehen wir erstmal wieder um Worldbreaker. So, wir brauchen jetzt nur noch den Atomic Disassembler. Dafür brauchen wir ein Energy Tablet noch. Zack. Und wir brauchen noch eine Flux Infused Pickaxe. So, da sind gerade die Eltern nach Hause gekommen. Ja, habe ich mal ganz kurz geholfen. So, wir brauchen die Obsidian Rod. Dafür brauchen wir Pulverized Obsidian. Eins, zwei. War das Flux Gem? Oder war das echt Flux Diamond? Ich weiß es gerade gar nicht. Flux Crystal. Flux. 4 Stück. Das sollte relativ schnell gehen. Jawohl. 2. Und zack. Dann den Atomic Disassembler. Ist das Energy Tablet immer noch nicht fertig? Was stimmt denn da jetzt nicht? Energy Tablet 1. Wow. Hat der nicht genug Druck? Okay. Dann machen wir ihn noch ein bisschen fertig. Mach mal so. Okay, jetzt sollte es aber dann wohl geklappt haben und ich bin wieder auf die wundenprobte Taste gekommen. Was ich warte, der Rest ist hier drin. Energy Tablet. Atomic Disassembler. Zack, zack. Jetzt brauchen wir nur noch einen Draconic Surf of Power. Dann nehme ich natürlich meinen. Ja. Natürlich nicht. Demon Steel of the Fifth. Einen wollte ich eigentlich. So, wir brauchen Awakened Draconium. Und wie viele? 1, 2, 3, 4.
Wir machen erstmal hier die Draconic-Sachen. So, wir brauchen Pickaxe, Schaufel, Schwert. Gut. Schwert. Schaufel und Pickaxe. So, das machen wir zu Weibern. Und da brauchen wir Weibern. Einmal, zweimal, dreimal. Dann brauchen wir nochmal hiervon vier. Dreihundertsiebenundsiebzig haben wir in MME. So, hiervon brauchen wir vier. Sehr schön. Awakened brauchen wir 5. So. Und dann einmal, zweimal und dreimal. So, das kommt hier hin. Drüber. Demon Steel, Demon Steel, Demon Steel, oder? Genau. Awakened. Die Schaufel dahin. Rechts da. So. Genau. Und so. Und jetzt beginnt der lustige Teil. 1, 2. Flup. Flup. Und dann einmal umranden. Sehr schön. Draconic Surf of Power. Und wir haben einen Worldbreaker. Sehr schön. War zwar keine Quest, aber was können wir damit machen? Wenn wir jetzt einmal hier ins End gehen, wenn wir jetzt also einmal hier so ein Draconium suchen, das hier zum Beispiel, kriegen wir direkt 8 raus. Hä? Oder wir machen einfach mal so und haben hier so einen Meta-Cluster. Was ist das denn? Critical Meta-Cluster. Und da können wir es einfach mal so machen und wir haben die Items, kriegen wir. Und das ist der Trick dahinter, weswegen ich die Pickaxe machen wollte. Wir gehen zwar in diese Richtung zur nächsten Chaos-Insel. Denn jetzt wird es besonders lustig. Weil jetzt geben wir einen Scheißdreck auf den Chaos Guardian. Gehen einmal so. Warten, bis es generiert ist. Und müssen dann einmal ganz kurz abbauen. Chaos Shots 20. Dur Dank. Fortune 10. Und wir können jetzt einfach mal wieder hier wegfliegen. Tschüss, Chaos Guardian, war schön mit dir. Weil durch das Fortune 10 vervielfacht sich das. Das heißt, Chaos Shards gar kein Thema. Chaotic Course gar kein Thema. Also, wir können jetzt eigentlich einfach nur so hingehen. Guten Tag, Chaos Guardian. Tschüss, Chaos Guardian. Ah, da war ich schon den nächsten. Hallo, Chaos Guardian. Kann ich jetzt auch einfach. Danke.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Komm. Das machen wir zwar gerade ganz, ganz blöd. Chaos Schau 20. Zack. Und schon haben wir Chaos Shorts. So, und weil ich so intelligent bin, machen wir das jetzt einfach mal gerade aus. Poppen das hier und das hier. Chaos haben wir jetzt 40 Stück. Ich würde sagen, das hat sich doch schon mal super gelohnt. Gut, ich glaube, die Query Upgrades mache ich offscreen fertig. Weil, naja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Natürlich. Was zum Henker kostet uns jetzt eigentlich das Sword of the Cosmos? Haben wir einen. Okay. Kriegen wir hin? Beziehungsweise haben wir? Müssen wir auch haben? Haben wir? Okay. Ich glaube, das werde ich auch gar nicht mehr automatisieren. Das werde ich jetzt einfach noch so mal ein Stick oder so machen. Ende. Oh, sexy. Sexy Blöcke werden schwierig. Weil die Sexy-Blöcke, das ist von Custom Things, und wir es schon mitbekommen haben, Custom Things fügt ja auch solche Scherze hinzu, wie Infinity Stars. Oder was haben wir hier noch so? Ja, gerade nur die Infinity Stars, aber ihr wisst, was ich meine. Hier die Forium und Uranium Rod. Problem ist bei dem Sexy-Block, das ist ein Confluence-Kabel geschmolzen. Habe ich davon eigentlich mal einen gemacht? Nö. Das sind Double Compressed. Dann wird es Zeit, dass wir ein wenig Sexiness hier verbreiten. Ist das nicht sexy? Ich weiß immer noch nicht, was dieser Bug soll. Oder dieses Emote, nennen wir es mal. Das ist ein Emote aus dem... von einem der Entwickler von Project 2002. Und zwar ist das von OG Aristotle. Und naja. Gut, ich beende jetzt auch hier die Folge. Ich glaube, die wird jetzt eh wieder ein bisschen Überlänge haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.